Jo Leute, willkommen wieder zurück zu One Piece Pirate Warriors und ich sollte mich beeilen, da oben ist nämlich ein Timer. Wir sind in Alabaster und müssen uns mit Zorro und auch mit Chopper treffen. Nur leider verläuft sich der arme Zorro immer mal wieder. Ja, Zorro hat sich für den Schlacht so kurz verlassen. Ich habe auch nur noch mit 10 Minuten auf der Uhr. Mit 20 hat es mal angefangen. So, 10 Minuten übrig, schnell führe deine Verbindung zum Ziel. Ja, das alles nur wegen diesem fiesen, Sir Crocodile, alias Mr. Zero. Anführer der Barockfirma, so jetzt reicht, jetzt geht euch doch mal verpissen hier. Gum Gum Rüffel. Oh yeah. So, dann nehmt ihr Trottel, ich bin hier. Da kommen immer mehr. Und gleich nochmal. Knacks! So, da ist der Anführer. Die Marine verfolgt Zorro. Eh klar. So, aber Mission ist schon mal abgeschlossen hier. So, Ruff und Zorro haben sich vereint. So, Zorro habe ich wenigstens gerade gefunden. Sehr gut. Wir haben schon viel mehr Feinde besiegt. So, Leute, ich mache ja genau da weiter, wo ich im letzten Part aufgehört habe. Warte, warte, Alter, ist man immer mehr. Jetzt geht doch mal sterben. Verpisst euch. Ah, Zorro, mach doch auch mal was. Mach doch auch mal was. So, jetzt reicht's hier. Und gleich noch einmal, Special Move! Und in your face! Und Chopper ist auch hier, Leute! Chopper ist da! Der wird uns jetzt auch helfen. So, los, Chopper, zeig, was du kannst! Du bist doch cool! Was ist denn jetzt dieser blöde Anführer? Der ist immer noch nicht tot. Jetzt stirb doch mal! Jetzt stirb doch mal, du Arschgeburt! Und verpiss dich! So, habe ich ihn erwischt? Nee, natürlich nicht. Mann! Ja, jetzt aber. Territorium eingenommen. Das gibt's aber nicht. Ah, 30 Sekunden dazu bekommen. Sehr gut. Oder, nee, Blödsinn. Nicht für die Uhr. 30 Sekunden lang ist jetzt meine Angriffspower, glaube ich, erhöht. Ich glaube, irgendwie das soll das bedeuten. Habe deswegen auch die Faust. Steht auf Driftig mit Job und erobert Territorium D. Wenn ich mal wüsste, wo das sein soll. Ich schätze mal, dass das eh hier vorne ist. Ja, Territorium D. Dann muss ich das mal machen. So, vielleicht schaffe ich das überhaupt noch in der Zeit. Ich habe das so lange schon gebraucht. Mit 20 Minuten hat es nämlich angefangen gehabt. Und jetzt sind nicht mal mehr gleich 7 übrig. Die Zeit vergeht ein bisschen sehr schnell, wie ich finde. Chopper ist ja auch da. Das ist kein Problem. Und BAM! So, ich werde auf keinen Fall verlieren. Ja, natürlich nicht. Du wirst immer ein Piratenkönig werden. Alter, Chopper rastet aus, Leute. Chopper rastet aus. Oder ich auch gleich. Jetzt werde ich sauer. Jetzt geht doch mal sterben. Sehr schön. So, ein Stück Fleisch, sehr lecker, Leben voll. Ich hab von euch die Schnauze voll! Levelaufstieg, oh yeah! Und nochmal, Spezialangriff. In your face! So, wo ist der Anführer? Wo ist er? Da ist er. Die auch irgendwie immer alle komplett gay aussehen, dieselbe Waffe haben. Das würde auch nichts nützen. Mann, Kamera! Was ist das hier für eine scheiß Kamera? So. Bats, bats, bam. Und Territorium eingenommen. Mission abgeschlossen. Nein, ich bin nicht verletzt. Keine Sorge, Chopper. Chopper bewegt sich in Richtung Ziel. Ja, Lysop ist aufgetaucht. Ja, wo denn bitte? Links unten? So, da ist Zorro. Territorium G. Die Marine hat Lysop gefunden. Ja, Pech für Lysop. Ja.
So, Missionsstart, obere Territorium H und rette Lusso. Okay, Zoro, du musst das hoffentlich hier alleine schaffen, ich muss weiter. So, dann kann eigentlich Territorium H nur noch mehr ganz links unten sein. 5 Minuten nur, schnell, führe deine Verbündeten zum Ziel. Es wird ja immer heftiger hier. Wir packen das nicht, nein, wir dürfen nicht aufgeben, aber das werden wir auch nicht, so! Alter, das hat gesessen, alle ungehorn. Und da ist Lysop. So, Job ist am Ziel, verlässt das Schlachtfeld. Sehr schön, wir haben noch knapp 4 Minuten. So, Zorro ist auch im Ziel, verlässt das Schlachtfeld. Wer hat sich jetzt verlaufen? Hm? Ja, da hat Zorro noch mal Glück gehabt, der verläuft sich ja so oft. Da sind wir uns irgendwie ähnlich. Ich habe auch nicht gerade die besten Orientierungssinn, wenn ich ehrlich bin. So. Du bist immer noch da vorne irgendwie beschäftigt, hä? Hm? Ah, ich werde das schon selber schaffen mit dem Territorium Hass. So, jetzt reicht's. Verpisst euch! Bam! Das zieht schön was von der Leiste ab. Ihr habt doch keine Chance. Ist mir ganz egal, wie viele das auch immer sind. Da will nichts zu melden. So, und der Anfang ist aufgetaucht. Da ist er auch schon. So, komm her, gleich mal aufs Maul. Extra nur für dich, voll in die Eier. Das hat wehgetan. Nur dumm, dass man von denen nicht die Lebensanzeige sehen kann, von dem Anführer, sondern nur von den richtigen Bossen. Aber das ist, glaube ich, weil ich das in den Optionen ausgestellt habe, sonst hätte auch jeder kleine Gegner so der Anzeige. Das wäre echt doof. So, Territorium eingenommen. Mission abgeschlossen. So, Lysso bewegt sich jetzt in Richtung Ziel. Ja, wenn die Bösen ihn lassen. Feindliche Streitkräfte sind verwirrt, die Moral sinkt. Und Crocodile stinkt. Ruffy hat 700 Feinde besiegt. Yeah, das reicht nicht, um mich aufzuhalten. So, nochmal Kurier ist wie voll. Oh, und damit sich Lysop hier verziehen kann, müssen wir Territorium hier am besten auch noch für ihn einnehmen. So. Diese ganze Barockfilm ist doch ein riesiger Sauhaufen! Das werden wir unter Beweis stellen. So, Territorium eingenommen. So, Lysop, mach, dass du wegkommst. Auf nach Abana. Wir haben nicht mal mehr 2 Minuten. Er wird jetzt alle fliehen. Oh, Hilfe, ich will zu Mami, Hilfe! So, wo läuft Lysop lang? Er ist wenigstens so schlau und nimmt den kürzeren Weg. Das ist auch ein bisschen bescheuert, wenn er da jetzt außen rumlaufen würde. Was da drüben noch ist, ist mir relativ schnuppe. Das geht sich von der Zeit eh nicht mehr wirklich aus. Und hier sind noch 2 rote Punkte. Was wollt ihr denn hier? Wollt ihr aufs Maul? Könnt ihr gerne haben? Hier, für euch! Habe ich mal aufgehoben. Und zack! Volle Möhre in die Fressröhre. Na klar, einen hat es mal wieder nicht erwischt. So, Lysop, da ist er. Ja Leute, das haben wir geschafft. Wir haben noch immer eine Minute auf der Uhr. Absolut kein Problem. Wir haben es einfach drauf. Wir sind die Besten. So, eine Minute übrig. Schnell führe dein Verbündeten zum Ziel, ja. Ist gerade geschehen. Lysop ist am Ziel, das verletzte Schlaf und der Timer hat aufgehört. Die Gruppe Strohpiraten hat das Ziel erreicht. Oh yes. これで全員ね。アルバーナに急ぎましょう。ああ、行くぞ。
少々、ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分やろ。それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。聞かなと。So, was steht hier? Logia-Kraft-Charaktere. Jene, die die Kraft der Logia-Teufelsfrucht besitzen, können ihre Körper in etwas anderes, zum Beispiel Sand oder Feuer, verwandeln. Wenn der Logia-Charakter seine Kräfte einsetzt und sie verwandelt, kannst du nicht mehr mit normalen Angriffen schädigen. Ja, das weiß ich selber. Ich kenne mich mit One Piece gut aus, aber danke, dass mir das Tutorial das nochmal gesagt hat. Wir wissen ja, Sir Crocodile, ich verstehe nur nicht, warum die den hier mit K und nicht mit C schreiben, so wird es eigentlich richtig sein. Der hat ja von der Sandfrucht gegessen, wie man unschwer erkennen kann. Der kann sich in Sand verwandeln und Sand erzeugen und kontrollieren, also der ist schon ein ziemlich heftiger Gegner. Hoffentlich kann ich gegen ihn überhaupt gewinnen, mal sehen.俺とお前では海賊の格が違うんだ。うん、光らびろ。デザートスターだ。おいおい。光らびろ。デザートスターだ。この俺に盾ついたことを存分に後悔するんだな。光らびろ。デザートスターだ。デザートスターだ。光らびろ。デザートスターだ。光らびろ。デザートスターだ。光らびろ。サーブルス。いい砂の乾き具合だ。光らびろ。サーブルス。デザートラスパーダ。いい砂の乾き具合。デザートラスパーダ。いい砂の乾き具合。デザートラスパーダ。光らびろ。いい砂の乾き具合。デザートラスパーダ。光らびろ。いい砂の乾き具合だ。サーブルス。デザートラスパーダ。いい砂の乾き具合だ。サーブルス。光らびろ。おいおい、いい砂の乾き具合だ。デザートラスパーダ。いい砂の乾き具合だ。デザートラスパーダ。おいおいおいおい。光らびろ。デザートラスパーダ。デザートラスパーダ。サーブルス。
誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにはよ。 なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。 Boah, Leute, wir haben's geschafft! Alter, war der Kampf scheiße. Der war mal richtig heftig. Ich war ja schon kurz vorm Abkratzen, obwohl ich mich einmal komplett heilen konnte. Puh, naja gut, ich meine, gegen Sir Crocodile, das ist nicht gerade leicht, gegen den zu bestehen. Aber hey, Bewertung war sogar A, also war ganz okay. Und damit ist Episode 6, die Stadt der Träume Rainbase, abgeschlossen. Aber ich wette, es kommt noch eine Episode 7, die auch noch da spielen wird, weil das war ja nicht der finale Kampf gegen Crocodile. Im Gegenteil, Kenner des Animes werden ja wissen, was noch so auf uns zukommen wird. So, jetzt gibt es erstmal drei neue Münzen. Ah ne, es gibt sogar noch mehr Münzen, wow. Ja, da freut er sich, der Ruffy, mal wieder, alles klar. So, da haben wir einmal eine Barockfirma-Münze Angriff mit 1,5 Sternen. Dann eine Vivi-Münze Verteidigung mit 1,5 Sternen in der Nähe von Feinden, fügt 1,5 Stern hinzu. Dann noch eine Mr. 3-Münze Verteidigung 1,5 Sterne in der Nähe von Verbündeten, fügt 1,5 Stern hinzu. Und Choppers Zeichen, Ausdauer 1,5 Sterne, verstärkt die Quadrat-Quadrat-Dreieck-Technik. Und dann haben wir hier, gut, eine neue Ruffy-Münze mit Ausdauer 1 und eine Öffentlichen, ja, okay. Eine Don Creek-Münze, die auch besser ist als die vorherige, eine silberne vor allem. Und noch eine Chopper-Münze in Silber, Verteidigung 1,5. So, Münzen, die du behalten möchtest, werden verwahrt. Fortfahren, na klar. Und das gibt natürlich wieder einen Levelaufstieg, fast ist sogar schon 2, jetzt sind wir Level 15. Also ich habe keine Ahnung, wie das in dem Spiel ist, ob man da auch unterlevelt sein kann oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich persönlich fand den Kampf gegen Socorro gerade richtig bockschwer und wer weiß, wie schlimm dann der zweite Kampf zwischen den beiden
ausfallen wird, wie heftig der sein wird. Aber okay, damit ist Episode 6 abgeschlossen. So, und Fächer erhöht um 1 bei der Schatztafel von Ruffy. Nun gut, Leute, dann ist der Part halt schon vorbei. Aber das alles in den vorigen Part reinzuquetschen im Ganzen, das wäre dann zu viel gewesen. Das hätte dann wirklich den Rahmen gesprengt. Und deswegen ist der Part vielleicht jetzt etwas früher vorbei. Mal sehen, wie genau das jetzt ausfallen wird. Auf jeden Fall geht's in der nächsten Episode noch weiter in Alabasta. Und da treten wir Mr. Crocodile erst so richtig in den Hintern. Ruffy hat sich da schon sicher irgendwas einfallen lassen, wie er gegen ihn doch noch irgendwie gewinnen wird, obwohl er ein Logia-Nutzer ist. Also freut euch schon mal auf den nächsten Part von One Piece Pirate Warriors. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zugucken. Ciao!